Hallo, hast du bald Geburtstag? Leider ist es in Corona-Zeiten so, dass man keine große Geburtstagsparty machen kann. Aber trotzdem kann man diesen besonderen Tag ganz besonders gestalten. Wir von der JUX haben uns was Tolles überlegt. Einen digitalen Geburtstag. Oh, das könnte langweilig sein, denkst du jetzt. Ist es aber nicht. Denn du kannst 6 Freunde einladen zu deiner Geburtstagsparty. Die wird allerdings virtuell stattfinden. Das heißt, du sagst uns, wer deine 6 Freunde sind, suchst dir ein Motto aus, zum Beispiel was zum Thema Feuerwehr oder zusammen einen Manga-Comic gestalten oder vielleicht auch was zum Thema Fantasy, Meereswelten oder Meerjungfrauen. Dafür habe ich hier schon mal einen Tisch vorbereitet, das zeige ich dir gleich. Und dann sagst du uns, an welchem Tag du gerne feiern möchtest und dann bekommst du 2,5 Stunden einen schönen Geburtstag mit einer Kunstdozentin, die euch erklärt, wie man die Dinge bastelt oder malt, erzählt noch eine kleine Geschichte vielleicht dazu. Und jeder deiner Partygäste bekommt von uns so eine tolle Kiste geschickt, du natürlich auch. Die Kiste kann man meistens sogar noch mitverwenden, in unserem Fall auf jeden Fall, denn aus dieser Kiste kannst du ein Aquarium machen. Und dann kommen die Utensilien da rein, die jeder Partygast braucht, damit er schön mitmachen kann und schön mitbasteln. Und das Tolle ist, ihr könnt euch das alles zeigen, ihr könnt lustig euch was erzählen zu den Geschichten, warum ihr was gebastelt habt und habt so einen ganz besonderen Geburtstag. Wir packen viel buntes Papier ein, das ist klar, das braucht man für die Meereswelt. Auch ein bisschen Gold, falls dort eine Meerjungfrauenkönigin oder ein Meereskönig wohnt. Ein bisschen Krepppapier ist in diesem Fall nicht schlecht. Natürlich Wasserfarben, um die Unterwasserwelt gut gestalten zu können und dafür braucht man auch Pinsel. Vielleicht ein bisschen Wolle, um etwas zusammenzuhalten, ein bisschen Karton und Pfeifenputzer. Aus denen kann man wunderbare Meerestiere machen oder vielleicht die Flossen von einer Meerjungfrau. Federn sind auch nie schlecht. Bunte Stifte, ganz wichtig, einmal in Filz und einmal Buntstifte, ein paar Bleistifte, ein bisschen Wellpapier und, was sicherlich nicht fehlen darf bei so einem Geburtstag, ist Glitzer in verschiedenen Farben. Auch das kommt dazu. Ein paar Zahnstocher zum Zusammenstecken und ein kleines Juxgebsel kommt dazu. Und ganz oben drauf aus unserer Wunderkiste ein paar wunderschöne bunte Perlen, damit der Geburtstag auch schön bunt und interessant wird. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen.